Hier spricht Ustra und ihr seid bei einem neuen Projekt dabei. Diesmal heißt es Warhammer 40k Space Marine und wir schlüpfen in die Rolle von Captain Titus, um diverse Aufgaben zu erledigen, die wir alle im Spielverlauf noch erleben werden. Wir machen eine neue Kampagne und wir gehen auf den Schwierigkeitsgrad schwierig, weil ich es schon mal gespielt habe und es nicht so herausfordernd fand im ersten Moment. Captain Titus, die Orks haben die Armeen der Fabrikwelt vernichtet. Und sie haben die planetaren Verteidigungswaffen. Schlau von den verdammten Orks. Hält uns von ihnen fern, während sie die totalen Kriegsmaschinen plündern. Bereit machen für Ausweichmanöver. Pilot, Bericht. Steuerbordantrieb ist tot, Sergeant. Wir verlieren an Höhe. Schiff in Sicherheit bringen. Wir finden einen anderen Weg. Zu Befehl, Captain. Vanderhoek-Lanze von Jovik hier zur Startrampe zurück. Das ist Ihr Plan. Wir müssen zur Oberfläche, um die Batterie auszuschalten. Oder möchten Sie schon nach Hause, Sergeant? Nicht, bevor ich mit den Orks geredet habe. Ist das klug, Captain? Diese Aktion entspricht nicht dem Codex Astartes. Teil 1, Sturmlandung über der Fabrikwelt Graia. Und da sind wir mittendrin. Und das ist von THQ, stimmt nicht mehr ganz. Die Rechte wurden aufgekauft von Sega. Hier, weg mit euch, ihr Viecher. Haut ab.
Ich habe gerade keine Zeit für euch. Ich würde gerne nachladen. Haut ab! Und das Ganze spielt natürlich im Warhammer-Universum. Wer sich da ein bisschen auskennt, der, Ja. Alter, ich hab wieder Muni im Lauf, das ist gut. Hopp. Ach, richtige Orks, hallo! Und tschüss. Nutzen Sie F und Maustaste 5! Oder Maustaste 5? Ah ja, da kann ich ihn so. Kann ich ihn so ein von Latz hauen, das ist gut. Die Steuerung ist sehr einfach zu betätigen und hier, dafür, dass es Schwierigkeitsgrad schwer ist, sehe ich noch nichts wirklich Schweres. Und was, und wir sind hier als Captain Titus unterwegs und wurden von unseren Kameraden getrennt. Und wir haben auf explosives Ziel. Okay, machen wir das. Und wir haben uns wahrscheinlich von unseren Kollegen hier getrennt, als wir nach unten gestürzt sind. Komm, danach. Na, kommt alle, rein ins Getümmel, meine Freunde. Und wir sind hier natürlich keine normalen Menschen. Wir sind ungefähr 3 Meter groß. Bis an die Zähne bewaffnet. Bitte, wie bitte, was? Was hat auf mich geschossen? Und saugefährlich. Normale Menschen werden wir im Laufe des Spiels auch noch irgendwann treffen. Aber wie gesagt, wer sich hiermit auskennt mit der Story, weiß, dass wir von einer Art Gott, der sich Imperator nennt, auserwählt wurden, um halt diese Schlachten zu schlagen und die Menschheit zu beschützen. Ganz schön harte Viecher, auch schwer. Es ist doch schwerer als gedacht. Eben gucken, dass wir hier in keinen Hinterhalt laufen. Während wir uns hier mit den Viechern kloppen. Scheint kein Hinterhalt da zu sein. Ah, noch mehr Orks. Sehr gut. Oh, shit, der ist groß. Nein. Wir sind noch nicht fertig mit dem hier. Drücken Sie Leertaste, um eine Kampfrolle auszuführen. Kampfrolle? Okay, da kommt eine Granate. Okay. So, den haben wir schon mal fertig gemacht. Immer langsam. Und behutsam hier einen nach dem anderen wegklöppern. Ich frage mich, warum ich keinen Helm auf habe. Hopp. Aua, 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 aua. Verdammt, nicht getroffen jetzt aber. Die wollen mich ganz schön aufs Korn nehmen hier. Noch mehr Orks. Das ist natürlich shit. Pepper, weg mit euch, ihr kleinen Viechers. Macht euch vom Acker. Aua, jetzt geht's. Jetzt reicht's mir. Du bist weg und. So, der war gut. Und den auch nochmal eben. Zeigen, wo der Hammer hängt. Jetzt ist mal ein bisschen nach vorne eilen. Ein bisschen Meter machen. Nicht, dass der mir noch auf den Keks geht. E drücken. Um das Geschütz zu drehen. Drehen wir mal das Geschütz. Mal schauen, was passiert. Der Ork da drin kriegt natürlich nichts mit. Warum auch? Der schießt einfach auf alles und jeden. Schalten Sie das Orkschiff aus. Okay. Das haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht, was die Orks im All machen. Und es geht auf jeden Fall bergab. Und wir haben gerade gehört, das, was wir hier machen, verstößt gegen den Kodex. Über den Kodex werden wir auch im Laufe des Spiels mehr erfahren, denke ich. Ich finde immer noch, es sieht richtig gut aus. Vor allem, es ist von 2011, aber wegen der Havoc Engine macht es immer noch einen super Eindruck. Nicht nur, weil es diesen coolen Charakter hat und diese sehr coolen Kampfszenen. Oh, die armen Ochsen. Irgendwo darunter liegt doch ein Captain Titus.
Ganz gelassen. Ja, erstmal das aus dem Weg räumen, richtig. Und hier nochmal Warhammer 40k Space Marine. Und tja, wir sind wohl gelandet. Sieht auf jeden Fall schwer danach aus. Captain Titus, bitte kommen. Die Orks haben mich vom Kurs abgebracht. Von Leandros habe ich nichts gehört. Aber ich empfange Übertragungen von der imperialen Armee am Boden. Hätte nicht gedacht, dass noch jemand lebt. Oder sogar kämpft. Bin jetzt unterwegs zur Front. Dort treffen wir uns. Gut, an die Front. An die Front, an die Front, an die Front, 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 an die Front, an die Front, an die Front. Upsa. Oh, sehr schwer. Kapitel 2. Trotz allem. Industriegebiet 82. Und auf so einem Planeten möchte ich nicht unbedingt gerne wohnen. Arbeiterplaneten. Ekelhaft. Überall Metall. Wen? Sucht euch Deckung, ihr alle. Ja, dann kommt ran. Nicht die. Töten die sich gegenseitig? Wie schön. Oh, da war gut. Hallo. Ah, hier wurden Menschen noch erledigt von den... Erwischt. So nicht, meine Freunde. Wir gucken mal, was wir hier noch so finden auf dem Wegen. Eventuell gibt es ja noch was Interessantes. Nein, erstmal nicht. Ah. Was gibt's hier Nettes? Hier ist auch eine menschliche Stellung gewesen. Jetzt kann ich bis hierhin laufen und ist einfach nichts. Wie schön. Das macht doch am meisten Spaß. Wenn man dafür nicht belohnt wird, wenn man mal abseits der Wege läuft. Oh, schwerfällig, aber immer noch schnell unterwegs. Space Marines. Richtig. Gut geraten. Erster Preis ist der Tod. Idioten. Ah, hier ist so eine. Zugriff autorisiert. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marines. Der Imperator sei auch mit dir. Oh, eine dickere Waffe. Maus 1 zum Nachladen, R zum Schießen, Waffenauswahl. Wir haben jetzt hier unsere Bolt-Pistole in den Bolter, also eine etwas schwerere Pistole. Ah ja, die haben auch ein bisschen mehr Leben. Da muss ich mir. Ah, oh, schnell nachladen ist diese Waffe. Sehr gut gemacht. Drücken Sie R zum Nachladen. Mach ich. Hierher, Boys, sagt er. Dann wird nicht mehr viel von euren Boys übrig sein, wenn ich... Huch, da bin ich jetzt alleine drüber gelaufen, oder was? Völlig egal. Richtig! Ist passiert. War da zum... Oh, 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 oh. Zack, 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 zack. Ein bisschen Muni sparen. Die ist nicht viel besser als die Pistole, die Knarre hier. Mann, sind da Menschen so groß geworden? Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Marine. Das ist ein Unterschied. Komm schon. Das müsstest selbst du sehen, dass ich 3 Meter größer, dass ich größer bin sogar als ihr. Inhalte. Vernichtet sie. Hallo, wer bist du? Freund oder Feind? Ich hoffe Freund. Sollen sie noch kommen? Brauchen sie noch mehr? Cool. Uiuiuiuiui, du willst es aber auch wissen, ne? Erstmal in Deckung. Erstmal in Deckung rutschen. Von da ist auch noch einer. Sehr gut. Kommt, meine Freunde. Bleidiät. Du bist schon mal weg. Immer diese Stellungskämpfe. Ich wünschte, ich hätte auch Granaten. Mehr nötig, um den Ork zu töten? Ein bisschen Blei hat noch, hat noch niemand überlebt hier von euch. Batsch. Batsch. Ach, der steht da rum und der wird natürlich nicht angegriffen. Das ist aber nett. Hep. So, jetzt wollen wir mal da eben durch die Reihen reißen.
bleiben unserem Kollegen hier so ein bisschen helfen. E, um die Gesundheit zurückzugewinnen, was? War fertig jetzt oder was? Ich konnte es nicht lesen, den Tipp, verdammt. Ah, mit dem Ding in Arm. Was da für Teile rauskommen müssen. Oh, das war nicht nett. Mein Gott, sind die eklig. Ist gut. Leandros. Sind sie verletzt? Da sind sie wieder Orks. Der Codex Astartes warnt aus gutem Grund davor, blind mit Sprungmodulen ins feindliche Feuer zu springen. Gut, dass wir dafür eine Vers haben. Neuling sind vorbei. Warum sehen Sie es mit dem Codex noch immer so eng? Ich lasse mich von diesen Regeln leiten. Sehr gut. Das tun wir alle. Es hat aber auch Vorteile, selbstständig zu denken, Leandros. Ja. Das stimmt wohl. Feind in Sicht. Schon wieder? Ich wollte gerade eine Pause machen. Kann ich eine Pause machen? Ich kann eine Pause machen. Ich denke mal, in der nächsten Folge geht es hier dann mit den nächsten Feinden in Sicht weiter. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal hier bei Warhammer 40k Space Marine. Bis dahin.